sind mehrere Leute. Mach dir keine Sorgen, mein Junge. Was rauchst du denn da Feines? Beste Freunde, ich liebe dich. Aber was du hier machst, was ist das, hä? Aber du wärmst auch nur die alte Linsensuppe auf. Das ist doch peinlich, Junge. Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie in meinem Leben so eine bekloppte Schüssel wie dich erlebt. Ich bin stolz. Hey! Yo, natürlich, Junge. Oh. Hey, schick dir bei Janke, warum bist du so, du verdammte Junge? Wohin? Kannst du einmal aussteigen, dass ich in die Augen gucke? Einmal gucken. Hm? Ausziehen. Wieso soll ich mich ausziehen? Gucken, Gesicht gucken. Brille aus. Wieso soll ich meine Brille ausziehen? Gucken, Vertrauen. Ja, okay, hier. Was ist das? Ja, das vertraue ich. Grüne Auge. Wunderbar. Na, soll ich die irgendwo mitnehmen oder so? Sekunde, ich bin kurz im Kopf. Mutter! Ja. Verdammt, ich bin in die Rolle drin. So, ich steck schon mal meinen Wagen. Nein! Ach, soll ich ihn nicht mitnehmen? Kannst du mich in die Casino fahren? Hat es noch Ofen? Da wollte ich auch gerade hin, ja. Na, lass also uns ich doch zusammen. Weiß, also wie heißen Sie? Ja, ich bin der Finn Abdul. Finn Abdul, das heißt, die Vater kommt von wo? Von Hamburg. Das weiß ich nicht. Ich gehe kurz in den Kopf. Kenn ich nicht. Mutter doch nicht von Hamburg. Nee. Schreibt meine Mutter von Hamburg, jetzt ist gut. So, Finn Abdul, das ist ein toller Name, Junge. Danke. Wie heißen Sie denn? Theo. Hey! 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 So, dann fahren wir mal in Casino rein. Hey! Die drei Hosen sind wichtig da unten waschen, sonst weiß ich nicht, was ich bei Duell um die Welt anziehen soll. Ich habe nur drei Hosen in meinem Leben. Hallo! Hallo, Junge! Hallo, Junge! Hallo, hallo, ja, Junge! Hallo. Wie geht in Casino hier? Kennst du die Weg? Ja, Casino hat gerade zu. Das hat nicht zu, Junge. Geh bitte in mein Auto und zeig mir, wie wir fahren da. Ja, warte, ich markiere dich schnell, wo Casino ist. Hier ist Casino. Aber ja, ich glaub's dazu. Wir fahren gemeinsam hin. Wie geht's? Gut, ja. Ja, super geht's mir. Wie findest du mein Auto? Ja. Porsche, Junge. Was? Was kann größer sein? Besser. Wieso besser, Junge? Das ist ein Porsche, Junge. 911. Schein, oder? Hattest du schon was vor? Hallo? Hallo. Hattest du schon was vor? Nee, eigentlich nicht wirklich. Hast du Freunde hier? Huch. Ja, ja. Wem? Wie? Kennst du nicht? Wem? Wie, wen? Wem? Bist du neu hier? Nein, nein. Kommst du nicht aus die Landweitlist? Doch, da komme ich auch her. Ja, wunderbar. Seit wann? Ja, seit ein paar Wochen. Oh, falsch. Oh, Junge, heb dich fest, Junge. Sekunde. Upsala. Wo parken hier? Du, Casino hat Upsala. Zu. Was war das denn los? Junge, was ist denn hier los? Oh, verdammte Kacke, Junge. Oh, da hab ich auch. Hallo? Hallo, die Herren. Hallo, was, Jungs. Was hast du mit meinem Wagen gemacht? Könnt ihr mich alle irgendwie zum Möbelpark fahren? Macht ihr die Casino wieder auf? Nein, kann man die Schlösser nicht einfach knacken? Wieso ist die Casino nicht auf? Weiß nicht. Ich seh doch keinen Scheiß, Junge. Was hast du mit meinem Wagen gemacht? Ey, du Morange. Was hast du mit meinem Wagen gemacht? Was gemacht mit dem Wagen? Wo denn? Ja, hier. So, mein Wagen ist das. Oh, das ist abgeschlossen. Hey! Ja, mein Wagen ist das. Ach so? Wo steht das? Zeig mal den Papier. Ich hab doch meinen Wagen abgeschlossen. Ach, du hast dich verguckt, das war doch nicht ich. Ich kenn die Karre gar nicht. Du bist doch gerade ausgestiegen. Ich bin überhaupt nicht ausgestiegen, Junge. Nimm mal wenige Drogen, Junge. Kann mich einer gleich zum Möbelpark fahren. Ich hab wichtige Dinge jetzt gleich. Ja, mach ich. Was willst du jetzt? Was ist das für eine Frage, Junge? Hier ist Theo von Alge, die Große. Seid ihr noch? Ich nehme jeden mit, aber er hier. Wer ist das? Ich muss jetzt überlegen, ob ich ihn nochmal mitnehme. So, ich bin die neue, Junge. Ich wollte ins Casino gehen, alles zu. Das kann doch nicht sein. Ich wollte einen schönen Abend haben. Hast du Geld? Natürlich hab ich Geld. Ja, das hatte ich auch vor und dann wurde mein Wagen von dir geklaut. Hör doch auf, erzähl doch keinen Scheiß, Junge. Das ist Diebstahl, du hast Wagen geklaut. Jetzt hör doch auf zu heulen, es ist aber doch nee, gut, dann leck mich doch am Arsch, alle. Okay, wir machen es so, es ist alles gut zwischen uns. Okay? Das denke ich doch auch, dann halt doch deine Schnauze, Junge. Was soll das denn jetzt? Es ist doch auch alles gut, was willst du denn? Willst du noch heulen jetzt? Willst du ein Bier haben? Wir klären das mit dir. Abdul Finnland, Junge. Nein, ich will kein Bier. Ich will, dass du weit kriegst von meinem Auto. Ey, dann lass uns doch feiern auf diesen schönen Abend. Casino ist zu. Okay. Wir sind die verdammte Spielsüchtige. Alles zu und wir warten, bis wieder aufmacht, damit niemand mein Automat nimmt, Junge. Kennt ihr das? Ich kann nicht mehr Auto fahren, glaube ich. Wenn man das Casino verlässt und denkt, hoffentlich nimmt keiner das... Halt doch dein Schnauze, wenn Theo redet. Ich würde gerne ins Casino gehen. Ja, ich wäre auch gern gegangen. Aber was ist das für Öffnungszeit, Junge? Abends um vor 9, Junge. Ne, eben mal auf. Ja, aber was macht das jetzt zu? Sind die Dicken die richtig? Wem gehört das? Die können dort einbrechen, wenn jemand Dietrich dabei hat. Ja, komm, wir brechen ein. Ich hab wirklich? Wunderbar, Junge!
Jungs, oh, das ist wirklich. Oh. Da kann einfach reinlaufen. Ist einfach offen, Junge. Nee. Wunderbar. Ich bin drin, der Jungs! Kannst du nicht einfach das Casino aufbrechen, Junge? Genau so ist es. Das kannst du nicht machen. Ich wollte dich gerade anrufen. Ja, alles gut. Verdammte Kacke, die machen hier nur Kacke, die Jungs. Komm, ich gehe, das hat keinen Wert hier. Und benutzt auch kein Dietrich und sonst. Natürlich. Ich weiß nicht, was das für Leute hier auf die Server lässt. Ja, nur Kriminelle hier. Junge, du kannst doch nicht das Ding aufbrechen, Junge. Ich war das nicht, der andere war das. Das ist gegen die Regeln, Junge. Das war ich nicht. Mann, Junge. Wo willst du hin? Kannst du nicht das Ding aufbrechen? Ich sehe gar nichts. Warum ist hier so hell? Hallo? Hier ist alles voll mit hell. Bin ich im Himmel? Ist weg. Ja, ist weg. Wunderbar. Hey. Guten Abend, die Jungs. Hey, guten Abend. Hey, warte mal. Wie geht's dir? Wie lange nicht mehr gesehen, Mann? Hallo, Jungs. Hey, Opa, Mann. Wie geht's dir, Mann? Ich bin wieder da. Das Schnee ist gekommen. Das freut mich zu hören, meine Mann. Wie geht's dir? Oh, warte, ich hab dich vermisst, Mann. Ich hab dich auch vermisst. Gibt's viele neue, die sind gekommen, Mann. Ja, von Weidlisland. Ja, sie. Wem? Du bist noch der Einzige, den ich in meiner Familie habe. Weißt du das eigentlich, Theo? Seid ihr alle kaputt gegangen, eure Rote? Nee, aber warte, diese. Weiß, Norbert ist der Einzige, den ich noch habe mit dir. Warum? Manolo ist irgendwie nicht mehr da, ich weiß auch nicht. Was ist mit den Leuten passiert? Ja, du bist ja der Vater von Norbert. Was ist jetzt los? Und Norbert ist ja mein Vater. Das heißt, du bist mein Opa. Ich bin dein Opa, ja. Sieh, warte. Und ihr seid die Einzigen, die ich noch habe. Wer sind die Neue hier? Ich weiß nicht, was das sind alles neue Zivilisten, ja? Meine Frau ist auch weg. Deine Frau ist weg? Die hat eine Grafikkarte gefressen und konnte sie nicht mehr auskacken. Ne. Natürlich. Guten Abend. Guten Tag, die Dame. Darf ich Ihnen meinen Opa vorstellen? Ich bin die Opa. Der Herr ist Theo van Algemann. Theo. Ein Holländer, Watto. Ein waschechter Holländer. Und Sie kommen von wo? Hallo? Ja. Sprechen Sie nichts? Die Dame. Wie ist Ihr Name, die Dame? Maya. Nix. Maya. Die Frau Maya, hallo! Guck mal, das ist mein Opa, ja? Das ist der krasseste Mann, den ich kenne, Mann. Echt? Der einmal, ich schwör's dir, Mann. Ey, Theo, weißt du noch damals, Mann, als du mich aus dem brennenden Haus gerettet hast? Natürlich. Polizei hat abgesperrt, Feuerwehr auch, und er hat einfach hochgemacht. Mach deine verfickten Hände hoch. Was ist denn hier los? Ja, was ist denn jetzt los hier? Wie redest du mit mir, Junge? Was ist passiert? Darf ich streitschlichten hier? Was redest du mit mir? So, Jungs. Ich glaube, du bist nicht in der Position gerade, Watto. Oh, verdammte Kacke, Junge. Ans Auto, du Arschloch, sofort. So, ganz mit die Ruhe, Jungs. Ich bin hier für Streitschlichter, Junge. Was hat die junge Mann gemacht? Ich bin die Richter. Alles gut. Hast du das, Jimmy? Kevin. Oh, das ist also, die Dame. Das ist richtig Theater, Junge. Matteo, ich mal nochmal vor jetzt hier. So, Jungs, ich will die Neue kennenlernen. Wer bist du denn, Junge? Von welchem Film? Oh, ich bin immer noch Christian Abdul. Ich bin hier gerade hergefahren. Ich kenn dich gar nicht. Theo, kennst du Squid Game, ja? Natürlich. Hau mich an, Mann. Ach, das stimmt. Du bist die letzte überlebende Frau, Junge. Jetzt sehe ich's auch. Ja, was machst du denn hier so? Ein Superstar! Leute, das ist ein Superstar! Wunderbar! Superstar, aber hier. Wunderbar, Squid Game, Junge. Hallo. Guten Tag, die Dame. Hallo. Guten Tag, die Dame. Hallo, ich würde gerne die Frau von mir überzeugen. Hallo. Hallo. Guck, ey, Brate, hier, nimm den Teddy. Guck, Teddybär. Ich bin Theo van Algen. Hallo, Theo. Kennen wir uns schon? Oh, Jungs, wo kommt ihr denn her? Alles klar, Alter. Ja, ich bin. Oh verdammt, die Stimme kenne ich auch. Die Stimme kenne ich auch. Woher? Die Dame, woher kennst du mich, Alter? Mitgegeben für sie extra. Die habe ich doch schon ein paar Mal verpfiffen, Junge. Das hat von Theo extra für sich selber gepflückt. Aus Holland. Aber dafür hast du deine Strafe bekommen. Das ist aber lieb, Theo. Ich habe meine Strafe bekommen, natürlich. Wunderbar, das habe ich gepflückt, Junge. Die hat Theo extra gepflückt in Holland für dich. Aber ich bin eigentlich auf Suche nach einem Norbert. Verdammte Kacke, das ist mein Sohn! Was willst du von ihm? Wir haben uns vorhin hier kennengelernt und getroffen und wollten uns eigentlich die Stadt zusammen anschauen. Das kann der sich abschminken. Ich bin der Vater, der Erziehungsberechtigte. Du gehst nicht mit meinem Sohn. Ich gehe, du gehst mit mir, mit Papa. Wir fahren ein bisschen durch die Gegend. Gehen Sie mit meinem Opa. Das kannst du dir abschminken, dass du mit meinem Sohn flachlegst. Der Papa muss erst mal gucken. Stellen Sie sich mal vor für meinen Sohn, wenn Sie meinen Sohn die Hand anhalten wollen. Was stellen Sie sich mal vor? Das heißt, Brate, nach dir muss Papa zuerst gucken, damit auch geprüfte Ware, da? Stiftung Warentest, Theo Alpha. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich ihn heiraten will. Ich habe nur gesagt, dass ich ihn suche. Was ist denn die Berechtigung? Warum wollen Sie mit meinem Sohn sein? Weil wir uns blöderweise verloren haben auf dem Weg. Soll ich ihm die Nummer vor die Wand legen? Ich rufe ihn an. Ja. Ich hab kein Handy, fällt mir gerade auf. Was ist los? Was ist mit dir passiert? Warum bist du so runtergekommen? Ja, ich bin im Krankenhaus aufgewacht, Mann. Ich wollte dir nur eine schöne, gute Nachricht sagen. Ja, was denn? Ich will nichts mehr von Tessa haben, ja? Ja, Tessa ist doch gar nicht mehr im Leben, Junge. Weißt du das gar nicht? Ich weiß, aber eins will ich dir sagen. Ich bin jetzt verheiratet.
Du hast eine Frau? Tessa ist nicht mehr am Leben. Was ist passiert? Ich habe eine Frau an meiner Seite. Wow. Ja, Mann. Wo ist sie denn? Zeig sie mir, Mama. Du musst du deine Freunde auch mal vorstellen, deine Frau. Ich werde sie bald vorstellen, ja? Sie ist gerade nicht da. Zeig. Beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, wird sie wahrscheinlich neben mir sein. Opa, Mann. Du solltest mal die Frau von Rick auch dann kennenlernen. Dann kann die Frau vielleicht auch eine Das Problem ist, wenn ich Ricks Frau kennenlerne, gehen die immer mit mir mit. Ja, aber dann vielleicht hat sie ja noch eine Freundin oder so. Theo, beruhig dich. Beruhig dich. Das kann immer passieren. Du weißt das, Ricky. Guck mal, wenn du meine Frau sehen solltest, die wird auch eine rote Mütze haben, ja? Und eine Lambojack wahrscheinlich. Ja, das ist ja süß, dass ihr so seid. Marken, ihr Patent angelegt oder was? Liebe genau. Wärme, wenn sie meine Frisur hätte. Ich hatte gerade kurz Flashback und dachte, sie ist wieder da, unsere Frau. Ich dachte, das ist der eine mit Dings. Du hast doch mit deiner Schwester mal getrieben gehabt, oder nicht? Ja, na und? Was? Hallo. Ist das? Das weiß ich doch. Ist das von deiner Schwester? Was gemacht? Nein, das ist nicht von meiner Schwesters Kind. Nobi ist gar nicht mein echter Sohn, aber lass ihn in dem Glauben. Der hat psychische Probleme, Junge. Der braucht eine Beziehungsperson. Du hast mit deiner Schwester geschlafen. Ja und, Theo. Junge? Theo. Was ist denn mit dir noch falsch, Mann? Was ist denn jetzt los? Wir sind so lange miteinander befreundet, Junge. Der kleine Bruno, der wird dir auch süß, finden, Junge. Wenn er von der Werkstatt wieder was mitbringt. Ein Aschenbecher, der nicht funktionsfähig ist. Junge. Nee. Lass mich dich einmal umarmen. Komm her. Natürlich, Junge. Mich auch. Hey! Das ist mein Opa, Mann. Ich verabschiede mich damit. Das ist mein Opa gewesen. Warum greifst du meinen Opa an, Mann? Ricky, ich bin immer so lieb zu dir, Junge. Entschuldige dich. Es tut mir leid. Dankeschön, Rick. Mir tut's auch leid. Wunderbar. Hallo Peggy, ich bin wieder da. Ah, ist das deine Mann, Peggy? Ja. Nein. Ist das Norbert? Das ist Peggy, meine Frau. Nein. Wer ist das? Ach, das ist Norbert, Peggy. Nein, das ist nicht Norbert. Peggy, kennst du mich gar nicht mehr? Warte. Doch, du bist Theo. Wunderbar, ach, kennen wir uns wirklich? Ich habe nur beiläufig die Namen gehört, ich kenne dich gar nicht. Ich habe nur versucht, hat geklappt. Die wartet auf Norbert. Aber ihr würdet eigentlich von Hauthaarfarbe sehr gut zusammenpassen. Sind Sie Russin, Peggy? Ja, ich komme aus Moskwa, ich bin Olga, hallo. Hallo, Olga, Jung. Ja, und Sie sind? Ich habe nicht verstanden. Ich mag Russland so gerne. Privet, du понимаешь по-русски? Oh, verdammt. Ja, privet, Konkurrenz ist schon wieder da, die kleine Abfacke. Bitte? Super, ich freue mich, dass ihr da seid, Junge. Ich habe Ihren Namen nicht verstanden. Ich komme vom Holland, vom Käseland. Wir haben gute Käse. Oh, Käse, ich liebe Käse. Ja, doch gute, liebst du Käse? Dann komm mal mit, dann kannst du mal ein bisschen... Genau, das Gras ist viel wichtiger. Ja, wenn Sie Käse dabei haben, würde ich ein Stück nehmen. Ich kann die Schuhe jetzt ausziehen, ja. Und ich glaube, gute Pommes. Ah, ja. Sie haben Käse in die Füße, ja, das ist gut. Gute Gouda. Das ist besonderer Geschmack. Du musst, ich hab dir doch gesagt, Theo, du sollst dich öfter waschen. Man sagt, ich rieche wie Gruyère an die Füße. Ach du Kacke. Mehr, wie kann man besser? Was ist denn jetzt mit Norbert? Hast du immer angerufen? Nein, Mann, du musst erstmal meinen Opa kennenlernen. Ich hab kein Telefon. Norbert wird wiederkommen, mein Sohn. Der wird wiederkommen. Aber so einfach lebe ich meinen Sohn nicht hier an die Frau hier. Wollen beide Frauen mein Sohn? Wer ist denn? Ach, Norbert ist ihr Sohn. Natürlich. Du siehst aus wie meine Ex-Frau. Du bist ihre Ex-Frau. Ist das jetzt gut oder schlecht? Ich weiß nicht, wie ich das auffassen soll. Ja, die ist gestorben, leider. Die ist gestorben. Tessa, wir sind sehr traurig gewesen, aber jetzt geht's schon besser. Oh nein, das tut mir sehr leid. Sie müssen diesen Verlust natürlich erstmal verkraften. Ja, ich hab Oma geliebt, Mann. Ich hab richtig große Verlust, Olga Junge. Olga Junge, heiße Olga Gorbatschow. Du hast so schöne Lip. Vielen Dank, ja. Olga. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Seit wann bist du hier in die Stadt? Ich bin ganz neu, erst eine Woche oder so. Noch nicht sehr lange. Verdammt, ich habe kein Handy für Nummer gegeben. Was haben Sie mit Ihrem Telefon gemacht? Oh nee, jetzt kommt Olaf, Mann. Es wäre schön, wenn du ab und zu mal kommst und mich ein bisschen an meine Frau erinnerst. Ich wollte die heiraten. Wie genau soll ich Sie denn an Ihre Frau erinnern? Nur mit deiner Anwesenheit. Ach so, ja, wenn ich damit ein bisschen von Marcel, ihrer Frau lösen kann, sehr gerne. Dann stelle ich mich einfach hier Marcel, hin. Marcel, bist du das, Warte? An Jahrmarkt. Ich will dir meine Familie vorstellen. Erkennst du mich noch? Oh mein Gott, Olaf? Du das? Olaf? Verdammte Kacke, wieder so eine mit langen Schniedel hier. Hallo, Olaf. Verdammte Kacke. Wie geht es dir? Ich hab dich lange nicht gesehen. So ein Dreck, Junge. Lass doch den Finger von dir. Geht das auch? Habt ihr schon ein Verhältnis? Nein, alles gut, Theo. Ich brauche eine neue Oma. Eine Bekannte. Das erinnert mich an meine Ex-Frau. Wir hatten sehr viel. Was für Claire? Das ist Olga, die kann man sich nicht einfach so klären. Ja, genau. Olga, die kann man nicht einfach so klären. Kann ich mit dir alleine reden, Olaf? Na klar, komm her. Komm schnell. Lass mich auch mal drauf. Warte mal ganz kurz. Ich muss einmal ganz kurz telefonieren. Telefonier du mal in Ruhe. Ey, hast du Stress mit so Leuten mit
mit Taucherflossen. Muss ich bei euch wieder für einen pervers fliegen Film? Hast du. Die Typen, die beiden, die jetzt hier gerade weglaufen. Was macht ihr denn wieder für perverse Dinge, Jungs? Oh, verdammte Kacke. Ey! Was macht ihr denn? Oh mein Gott, Junge, was Hilfe! Oh, verdammt! Olaf! Olaf, bist du tot? Olaf! Alle erschossen oder was? Nein, hab ich nicht. Nee, nee. Ich mache erste Hilfe, verdammt. Olaf wollte mich drauflassen auf die Olga, Junge! Warum machst du das? Hey, wo ist die? Theo, komm mit. Ey, wer war das, Mann? Pinnet den. Hallo, Polizei, ich hab alles gesehen. Was ist passiert, Mensch? Ich hab alles gesehen, ich bin Theo. Oh, scheiße, hallo? So viele Cops hab ich noch nie gesehen, Mann. Ich hab damit nichts. Es kam eine. Ich komme mit Olaf. Alle, die mit nichts zu tun haben, bitte einmal weggehen, ja? Ich stehe hier mit Olaf. Wir haben es gerade, dass ich auch rein darf in die Olga. Ich bin super happy, alles freut sich. Olaf sagt, ihr müsst telefonieren. Ich höre nur, haben wir Ärger mit die Taucherflosse. Auf einmal kommt einer und springt und schießt. Jetzt habt ihr ihn, sucht ihn. Okay, verstehe. Farben habe ich nur rot gesehen. Und zwar die Frau, die Farbe von die Olga, in die ich rein darf. Das ist mein Freund, was liegt? Olaf Schubert. Der hat die Gang verlassen, Junge. Das ist jetzt ein lieber Junge. Den könnt ihr direkt runternehmen. Aber sie haben keine Hinweise, wer genau geschossen hat. Ach, die ist da hinten gerannt, Junge. Da hinten ist die gerannt oder hat die geschossen, Junge, die Ratte? Also bis jetzt sind drei Personen ins Krankenhaus. Du siehst doch, dass ich hier Polizeischutz habe. Geh, renn, Junge. Ich hab die Bushido-Schutz, Junge. Geh! Vom Bordstein bis zur Skyline, Junge. Guck, dass du Land gewinnst. Hat sich das erledigt, da ist der weg vom Fenster. Das ist ein bisschen ausverhalten, ja. Wenn Sie noch irgendwas Tag, wissen, ne? Oder sehen, rufen Sie die Polizei an, ja. Verdammte Kacke, ich denke jetzt, weil ich Zeugenaussage gemacht habe, dass ich jetzt Probleme kriege. Könnt ihr nicht bei mir bleiben, mich? Nein, überhaupt nicht, alles wenn gut. Wenn ihr nicht alle mit in die Zelle wollt, bitte damit auf. Ich brauche Polizeischutz jetzt, Jungs! Ich passe dich auf, Theo, Mann, ich bin da. Das ist deine Frau? Ja, Sivato, das ist meine Frau. Wer hat gefragt? Gar nicht so hübsch. Aber für dich ist doch gut, warte, Junge. Schön für dich. Kannst du glücklich sein. Frau, meine Augen, ja. Für mich ist es nichts. Frau sagt. Das mach. Warum ist das für dich nichts, Vato? Tschüss, danke schön. Das ist für mich nichts. Was soll das heißen, Vato? Vato, das ist nichts für mich. Wir haben uns irgendwie beim Blickkontakt hat's nicht gefunkt, Maria? Sollte es ja auch. Das heißt, sie heißt Teresa, Vato. Hallo, Teresi. Hola. Das einzig Schöne ist, dass sie auch keine Augenbrauen hat, wie ich. Theo. Ich habe aber ganz kleine. Dünne. Angemalte Junge. Nein, ich finde es schön, dass ihr euch gefunden habt. Für mich ist sie nichts. Aber ich danke dir, dass du mich angeboten hast. Wie heißt deine Frau? Soll ich denn? Dann kommst du jetzt mit, was du? Ich hole ein Auto, wir holen dir ein Schiff. Ich fahr mit deiner Frau alleine, du wartest hier. No. Ja, mal, würdest du dir das zutrauen? Komm, wir können uns doch auch mal ein bisschen kennen. Das ist doch ein guter Freund von mir mit die franzose Mütze. Ein guter Freund von dir, ich bin dein Scheiße. Vater! Du bist mein Opa, Mann. Ich habe mein Leben lang nur Waterbatterie benutzt. Das ist mein Freund. Komm, fahr mit Frau alleine, hab Vertrauen, Junge. Wir können ja alle zusammenfahren. Nein. Sie? Nein. Sie? Kennenlernen mit Frau. Ich mag sie doch gar nicht. Hab doch keine Angst. Ich hab auch keine Angst. Doch, du hast Angst, dass sie sich auch verliebt. Zeig mal dein Vertrauen, dein Bruder. Also, mein Name ist Valentino Montana, CEO und Inhaber von Vato von Media Vato. Wir sind in der Branche der Telekommunikationsbereich tätig. Ja, ich bin Ansprechpartner für Tarif- und DSL-Verträge. Und jetzt, was willst du denn? Tarifvertrag. Hä? Und? Haben Sie einen Tarifvertrag für Ihr Endgerät? Willst du mich verarschen oder was, Junge? Warum? Nein, Vato. Ich mach gute Preise für dich, Mann. Du bist mein Opa. Ich mach was kostet das denn? Also, guck mal, weil du das bist, Vato, ich mach unbegrenztes Internet. Unbegrenztes Internet. So viele Freiminuten, wie du möchtest, in alle Netze. Mit dem neuesten Handy, Schnickschnack, alles dabei. iPhone 13 Pro Max. Das klingt doch Terabyte. Gut. See, ich mach für dich gute Preise, Vato. 30 Euro im Monat, Mann, okay? Aber ich will noch die Entertain TV dazu, Fernsehen gucken. Ja. See. Was kostet das? Nee, für dich nicht. Ich mache extra gar nichts für dich. Okay, wo kann ich unterschreiben? Ach. Guck mal, da steht, Vato. Siehst du das? Twitch Prime ist kostenlos, Amigo. Weißt du das? Natürlich. Kriegst du auch kostenlos dazu, Amigo. Twitch Prime ist kostenlos, kriegen sie auch dazu. Hi, Papa. Das nehme ich. Hallo, mein Junge. Sie einen Streamer ihrer Wahl kostenlos einmal abonnieren. Papa. Wie kann ich schreiben? Also hier, bitteschön. Da schreiben Sie einfach hier einmal Unterschrift. Wie kann man schreiben nochmal? Mit dem Muskel? Mit dem Finger, Vato, können Sie einfach auf das Touchpad hier machen. Wunderbar, hier ist der Finger. Sehr perfekt. So, dann unterschreibe ich einmal. Dann können Sie entgegen. Wunderbar, einmal drüber gewischt. Wunderbar. Können Sie einmal im neuen Handyladen einfach bitte einmal abholen. Auf vielen lieben Dank, Junge. Und so schnell geht's. Wieder einen glücklich gemacht. Wunderbar. Burschen, was geht ab bei euch? Nobby, hier bin ich, Junge. Hola. Papa, das ist Peggy. Hallo,
Becky! Hallo Theo! Wer ist das? Servus. Ja, das habe ich schon kennengelernt. Nobby, jetzt halt, stell dich zurück. Stell dich zurück, Nobby. Stell dich zurück. Ich hab's schon vorhin. Hab ich mit. So, jetzt ist sie gut. Jetzt guck Papa erstmal. Becky, jetzt möchte ich nochmal von dir hören, was du von meinem Sohn willst. Ich wollte mir mit dem die Stadt angucken. Wir haben zusammen Käsemakaroni gegessen. So geht es nicht. So geht es nicht. Nobby, schäm dich! Käsemakaroni. Was haben wir gesagt, Nobby? Was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, keine Frau in Nobby, bevor Papa guckt war. Ja, aber wir haben ja nur was gegessen. Wir haben nichts gemacht. Komm nach vorne, Mann. Komm, habt ihr schon was gemacht? Becky, guck mich in die Augen. Jeder, der nicht kommt, ist tot. Wir haben verdammt gute Käsemakaroni zusammen gegessen. War die Zunge drin? War die Zunge drin? Alle kommen hierher. In der Käsemakaroni? Die Zunge drin war im Haus. Alle kommen hierher. Nein. Alle, Digga. So. Ich will jeden Menschen hier sehen, Mann. Komm, Jungs. Ich wir haben es ja nur ins Auto geschafft und dann waren wir hat er sich benommen? Hat er sich benommen? Okay, die Peggy ist eine Liebe. Hey, Papa, guck mal, die sieht aus wie deine Mama. Ich weiß, das hab ich schon mit ihr geredet. Und? Das sieht wirklich aus wie Mama. Mama Party oder was? Das ist aber die Olga. Olga. Was ist hier los? Hier ist aber voll jetzt. Mein lieber Mann ist hier voll. Hier sind zu viele Menschen. Stellen uns jetzt alle im Dreieck. So, wollt ihr alle hier weiter rumschreien oder was? So, ihr kleinen Fotzen, hört mir mal zu hier. Hallo! Ich glaube, wir werden das gleich. Hey! Papa, ist so ruhig, Mensch. Hört mir zu, wer hat das gesagt? Schrei nicht so rum, Digga. Wer war das? Ich war das, Theo! Ich war das, Theo! Der Papa war das. Der Papa war das, du schreist hier rum, Junge! Arschlöcher, hört mir zu. Hört mir ich zu. Bin kein Arsch. Ihr geht jetzt alle mal arbeiten. Ihr scheiß Würfelpack-Penner. Ihr Fitnerstifter. Was für Würfelpack-Penner? Ich sag's euch, seht's euch noch einmal hier. Die Penner rumlaufen. Knall ich euch alle ab, ihr kleinen Muschis. Habt ihr mich verstanden? Du kannst mich im Arsch lecken, Junge. Das Casino hat zu, weil wir nicht spielen können. Halt deine Schnauze, du Fotze! Halt die Schnauze! Ich werde hier in 15 Minuten nochmal kommen. Ja, die Freispiele kommen nicht von selber. Du musst dich, dass das Casino wieder aufmacht. So war ich hier stehen. 15 Minuten fahre ich wieder hierher. Und wir sind Millionäre, wir gehen nicht arbeiten. Ich soll nicht arbeiten. Ich soll nicht arbeiten. Ich soll nicht arbeiten. Das ist dein Casino. Das ist mein Casino. Dann mach das doch für mich noch einmal auf. Ja, einmal. Wie wär's denn mit der Alten da hinten neben dir, Digga? Wenn sie mir blowt, das ist Peggy. So, jetzt warte mal kurz, mein Sohn, jetzt halt dich mal zurück. Nein, Papa. Zurück. Ja, das geht in Ordnung. So, also, ich krieg einen Blowjob von der Dame. Was auch immer das ist. Wenn dein Gesicht schon so hässlich ist, dass du das vermummst, nehme ich bestimmt nicht deine Nummer. So, jetzt ist hier gut. Ja, das ist 50 Bruder nicht für mich, ich muss weg. Komm, wir fahren weg. Oh. Was hast du dir das gefangen, Bruder? So kenn ich dich gar nicht. Theo, ich sag dir Bescheid, wenn das Casino offen ist. So, kommt bitte mit, meine Familie. Man muss auch manchmal Opfer bringen. Papa, mein Auto steht hier. Becky, wenn die Familie ins Casino will. Becky, machen Sie das Casino jetzt auf. Komm, Becky. Das ist Papas Auto. Sag dem Mixer, der soll nie wieder Leute belästigen. Wo hast du das Auto her? Von meinem Bruder. Das ist Papas Auto. Hoppala, was ist jetzt passiert? Oh, mein Auto ist kaputt. Oh, verdammt. Wir kommen gleich wieder, ja? Keine Angst. Okay. Wunderbar. Aber ich hab heute wen getroffen, die Jenny vom ADAC, die sieht auch echt gut aus. Wie viele Frauen hast du eigentlich noch getroffen hier? Ja, und Luisa habe ich auch heute getroffen. Gestern waren noch zwei Omas. Der hat sich aber meine Sibylle und Margret. Nee. Träg dich mal ab. Voll, der darf das, mein Sohn darf das oder nicht? Nein, darf er nicht, Mann. Gar nicht. Das darf der. Hast du wirklich Angst vor meinem Sohn? Bist du eifersüchtig bei meinem Sohn? Guck ihn dir an, hast du Probleme? Bist du eifersüchtig? Nein, bin ich nicht, Watto, Mann. Junge, du darfst. Außerdem sind wir eine Familie, Watto. Du passt nicht zu uns von der Optik her. Hast du schon Steuern bezahlt an Papa? Ach, ja, natürlich. Die kommen jährlich, ja. Ne? Ach du Scheiße, wen haben wir denn auf da? Oh, verdammte Kacke, Junge. Ja, leck mich doch aber. Da sind wir wieder. Hulk Hogan. Das ist ja unglaublich. Was machst du denn hier? Ja, ich bin wieder da, Jim, aus dem Urlaub zurück. Bist du zurück aus dem Urlaub, oder? Ja, die Familie ist wieder hier. Ja, super. Mein Sohn hat mir ein paar Sachen zu erzählen, zeigt mir die neue Frauen, was er kennengelernt hat. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. Und in Dortmund fährt jetzt auch die Achterbahn und so. Ja? Ja. Ist das so? Das kann nicht sein. Wohl. Ich habe das gekauft und habe gesagt, wie soll er das ausmachen? War das aber es fährt. Ich habe das ganze Jahrmarkt gekauft. Das stimmt. Wer, du? Ja, das darf keiner rein. Die haben das wieder ausgemacht, haben die gesagt. Nee. Ach so. Wunderbar. Und wir gucken, wie er das macht. Ist doch nicht Sonntag, Mann. Das macht er gut.
Sehr gut, Junge, weiter so, weiter. Das machst du wunderbar, wunderbar. Ganz toll. Junge, weiter schieben, 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 schieben. Wunderbar. Nobby, woher kennst du die ganze Frau? Peggy kenne ich seit heute. Und Peggy ist auch was Besonderes. Und nicht wie die anderen. Ich muss mich erstmal kurz ausstempeln, weil ich bin im alten Polizeipräsidium aufgewacht. Hat, glaube ich, lange einen Kater gehabt, du. Eine von die Frauen muss deine neue Mutter werden, Junge. Ja, also Olga, die ist neue Mutter. Irgendwie. Ja, was ist denn mit der Rothaarigen? Die hat die Grafikkarte gefressen, Junge. Die ist weg. Die Grafikkarte gefressen, die kam nicht mehr raus. Darmverschluss. Ach du Scheiße. Papa? Ja, mein Junge. Oder ich ruf Luisa an. Also ich hab sie schon nackt gesehen. Was ist gesehen denn los, Junge? Drücke heute die Eier oder was? Ja, für dich. Was ist mit die Blonde? Die will deine sein, ja? Ja. Peggy, ich finde das schön. Ja, ich finde das wirklich schön, dass du dich so um meinen Sohn kümmerst, ja? Ja, so bin ich. Wie alt sind sie denn, Peggy? 20. Oh, das ist doch viel zu jung, Nobby. Nee, ich bin 24. Aber Nobby, Junge, du brauchst doch eine mit 50, Junge. Ja, aber nein. Eine, die gut kocht, die ein bisschen vom Leben zeigt. Mein Sohn ist pflegebedürftig, Peggy. Ich kann verdammt gut kochen. Aber die braucht doch Pflege. Ja. Das ist nicht so. Du musst ihn auch waschen abends. Guck dir mal meine Haare an. Was meinst du, wie viel Pflege die braucht? Die sitzen astrein. Ja, ja. Also das ist du. Kein Problem, dass du meinen Sohn wäschst und ihm die Pampers machst. Die Pampers. Ja, der beträgt noch nein, nicht. Nein, Papa, das stimmt nicht. Ist doch nicht so schlimm. Das stimmt nicht. Das ist doch nicht so schlimm, Nobby, Junge. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Wir müssen das doch klären mit ihr. Peggy, mein Sohn trägt Tenner von Men. Nee. Herren Pampers, ja, das ist noch nicht ganz stubenrein geworden. Macht das was? Kannst du das handling? Ist doch nicht ja. So schlimm. Papa, wir sind nicht umsonst mit Millionäre. Dafür gibt's Angestellte. Nobby, das ist nicht genau. So schlimm. Der braucht eine Frau, die sich ein bisschen kümmert um ihn. Ja. Ich lese genau. Ihm abends ich, immer ich die... Ich habe eine große Familie, da habe ich auch mich um die Kinder gekümmert. Also das ist genau, ja. Das ist nicht, du sollst dich nicht kümmern, du bist für alles verantwortlich, für den kompletten Unterleib. Vorne wie hinten. Ja, das nennt man Intimsphäre, Papa. Geht das klar, Becky? Das bleibt unter uns dann. Im Arsch abwischen bin ich Weltmeister. Wunderbar, und dann haben wir sie doch. Dann lass uns doch eine Zeremonie feiern, dann lass uns doch heute verheiraten, euch beide. Wie wäre das, Nobby? Wäre das was? Ja. Heute gibt's eine große Hochzeit. Mein Sohn hat seine Frau gefunden. Ich kann's nicht glauben. Becky. Ja. Heute gibt's eine Hochzeit. Lass uns Leute einladen. Heute wird geheiratet. Wunderbar. Kannst du kurz kommen und eine Hochzeitsmelodie spielen da vorne? Komm schnell. Ich hab einen Musiker organisiert für heute. Ich bin mir da. Spiel schnell die Hochzeitsmelodie. Heute wird geheiratet. Mein Sohn kommt unter Dach und Fach. Ja. Es wird so wunderbar sein. Die ganze Stadt ist eingeladen. Und wir heiraten. Kannst du noch singen dazu? Sing was mit Liebe. Na, lieber nicht. Sing jetzt. Ich singe. Spiel. Singen. Mein Sohn ist so groß geworden. Er hat sich verliebt in einen Meisterdieb. Sie heißt Peggy und ist blond. Wir haben uns alle nach ihr gesonnt. Sie ist gut, sie wischt in den Arsch ab. Das ist Peggy. Wir gehen alle heute zur Hochzeit feiern und lassen einen rein. Mein Sohn wird nie wieder die Alte sein. Endlich habe ich eine Pflegerin für meinen Sohn. Wir gehen alle hin. Wunderbar, das wird ein großes Fest werden. Ja. Wunderbar. Theo, du singst so wunderschön. Peggy, das wird eine große Hochzeit sein. Ich bin so gerührt. So. Junge, was willst du denn jetzt noch? Du hast alles verpasst. Du weißt gar nicht, was jetzt stattfindet. Du bist unser Pfarrer heute. Ja. Wieso, was ist denn passiert? Wir werden heiraten, mein Sohn heiratet. Wie, du heiratest? Heute? Ja. Da soll ich euch trauen, euch beiden? Oder? Am Jahrmarkt. Ja, dann fahren wir da hin, komm. Wir müssen Leute einladen. Eine große Trauung, auf geht's. Warte, wir müssen die Leute einladen. Ich lade alle ein. Kannst du was spielen für die Hochzeit? Du kriegst auch 20 Euro. Oh, ganz großzügig. Du musst schön was spielen, laut und stark. Wunderbar, haben wir dort Stühle und Catering. Dann müssen wir gucken. Komm, dann fahren wir das schon mal hin. Norbert, heute ist dein großer Tag. Ja. Peggy, freust du dich, dass du endlich deinen Mann gefunden hast?
Ja, sehr. Ich freue mich so. Norbert ist der perfekte Mann für mich. Aber Norbert, du musst dann auch den Kontakt zu den anderen Frauen unterlassen, ja? Und heimlich nur noch. Wunderbar. Auch nochmal an dich, Becky. Meinen herzlichen Glückwunsch. Du hast einen guten Wahl getroffen. Auch wenn das ein bisschen anstrengend wird, aber es war schwer, eine Frau zu finden, die all diese Fähigkeiten besitzt, um mein kleiner, ich muss sagen, wirklich geistig zurückgebliebener Sohn in Zukunft zu unterstützen und zum Leben. Ach, die heiratet Norbert? Natürlich. Wolltest du eine neue Mutter holen, oder nicht? Hast du Nein, gesagt? Aber nee, das... Theo ist mir ein bisschen zu alt. Wieso, wie alt bist du denn, Schätzelein? 20. 20? Aber der Papa darf bei der Hochzeitsnacht auch mal mitmischen, gell, mein Junge? Wieso ist denn der, wieso ist denn der nur Theo heimlich. Zu alt? Natürlich, heimlich. Was ist denn los mit gell, Becky? Alten Pferden? Da lernt man's reiten, was ist los? Ich freue mich doch, dass er eine Junge hat. Die kann noch, die kommt mit die Ecken gut rein. Mit die Hände in den Schlitz. Junge. Wunderbar. Junge. So, wo ist denn nochmal der Jahrmarkt? Becky freut sich auch so sehr, das merkt man richtig. Ja, ich freue mich, in eurer Familie jetzt zu sein. Das ist ja super. Nachname von Alge. Becky von Alge. Genau. Das wird so schön, Junge Norbert. Das wird so ein toller Abend. Ich freue mich. Sag mal, Norbert! Junge, das. Becky, dein Auftritt, Becky, helfen! Das war gerade komisch. Ja, du kannst doch nicht einfach aus dem Auto springen, Kerl. Ich weiß, dass du dich ja freust, Kleiner, aber trotzdem. Becky, da musst du doch helfen. Das war ja nicht so dramatisch. Boah, da macht die Kiste keine Winterreifen drunter oder was? Diese scheiß Elektrofutzgimmi oder was? Leck mich am Arsch, ey. Das ist mein Auto. Ja, Norbert, ich weiß. Hast du mir schon erzählt? Oh, nee. Leo. Ich höre dich, hallo! Leo, du hörst mich! Kannst du kommen? Ja! Alles okay? Ja! Wo soll ich dich abholen? Du sollst mich nicht abholen! Du sollst alles, was du kennst, einladen um 10 Uhr am Bier! Wir haben eine Hochzeit! 10 Uhr 15! 10 Uhr 15! Eine Hochzeit! Wir uns noch um 10. Bring ein Geschenk mit, alles okay! Bring ein Geschenk mit am Jahrmarkt, Junge! Ja! Alle einladen! Alle, was du kennst! 100 Leute kommt! Ja, ich lade deine Mutter auch ein, ja? Mach ja, wunderbar! Das kommt alle jetzt! Es kommt alle! Wir müssen uns umziehen noch, Papa! Die Becky ist 20 Jahre alt und die kann gut pflegen. Was? Ja, genau. Klar. Was? Gut im Pflegen? Die ist gut im Pflegen. Ich kann 1 AA schaffen. Kannst du bitte alle einladen? Ja. Was kannst du noch? Das war alle, Theo, die du kennst. Du kannst 1A den Arsch abwischen, okay, sehr gut. Okay, Papa würde sich sehr freuen und ich und Becky und Onkel. Guck mal, wer da kommt. Hola, Theo, wie ist hier, verdammte Scheiße, Mann? Das ist schön, dass du da bist. Wir haben dich einzuladen jetzt. Du bist eingeladen. Ich hab mit Norbert geredet, ich hab gerade jeden eingeladen, den ich kenne. Bring alle die Banditos! Si, also die Blas kommen alle, inklusive sie. Wunderbar. Okay, aber der Papa will auch was sagen an der Hochzeit von meinem Sohn. Ich hätte es nicht gedacht, dass wir überhaupt eine Dumme finden. Was soll das denn heißen? Wunderbar. So, ich bin fertig, Papa ist fertig, guck mal, Junge. Wunderbar, mein Sohn. Du musst deine Arme noch ändern, Papa. Wegen deiner Brust. Nein, meine Brust ist behaarig, das ist richtig. Bist du mit dem Rasierer ausrutscht? Wie aus dem Ei gefällt dir, leck mich am Arsch, ey, geil. Biggie, soll ich eine knallen oder was? Ich hab wieder Löcher drin im Brust. Entschuldigung. Geht's dir doch gut oder was? Verdammte Kacke, Junge, ich hab keine Arme, Junge. Keine Hände mehr. Ich hab den Arm verloren. Was ist denn bei dir, Junge? Ich hab die Hände verloren. Hier, Junge. Was lachst du denn so blöd, Peggy? Noch bist du nicht in die Familie. Klasse, Junge, klasse. Sehr gut, Theo. Nimm lieber eine Jacke aus. Mit Händen. So, Jungs, sehr gut. Jetzt ist der Papa. Klasse, Jungs, ihr seht super aus. Papa, wie sehe ich aus? Peggy, du siehst sehr gut aus, mein Junge. Wie, Peggy, das war's schon, oder was? Papa ist richtig stolz auf dich. Ja. Norbert, ich würde das sagen, Norbert. Ich hätte das nicht gedacht, dass dieser Tag kommt. Aber du bist auch wirklich sicher, dass Becky die richtige ist, ja? Ja, Norbert, Papa. Die Olle hat ja noch immer, die Kohle. Die ist doch auch gar kein Geld. Die ist doch auch neu erst, Papa. So. Es geht doch auch nicht nur um Geld. Und Papa? Hört sie uns gerade, oder? Nein, die hört uns nicht. Nein. Aber ich darf mich doch trotzdem noch mit anderen Frauen treffen. Aber natürlich, Junge. Mein Junge, solange du die Art nur... Ich hatte kurz Angst. Solange du die Art nicht erzählst, Junge. Ist aber ganz klar, dass du das darfst, Junge. Du erzählst es einfach nicht, du hast es vergessen. Und dann ist es so gut. Richtig. Gar kein Problem. Wunderbar. Okay, ich freue mich. Becky, was brauchst du? Du musst dein Geld auch selber holen, ja? Und wir machen auch kein Zugewinngemeinschaft, wir machen einen Ehevertrag. Ja, okay, Becky. Ja, machen wir. Ehevertrag machen wir fertig. Das ist ja alles klar. Schön und gut, aber könnt ihr mir sagen, wo ein Automat ist?
Triffst du dich mit anderen, wird die Scheidung teuer. Ja, so, wir gucken mal eben. Wir fahren mal zum Automaten, komm. Komm, ich kann dir was pumpen. Ich gebe dir ein bisschen Geld. Willst du was pumpen? Komm, ich pump dir was. Ich komme heute Nacht in die Hochzeitsnacht auch mal rum. Hast du genug? Gibst du dir Kohle jetzt oder sowas zum Automaten? Ich will kurz mit Becky alleine ein Gespräch führen. Ja, dann mach mal schneller da. Das musst du mit Norbert klären. Mach dir doch keinen Stress. Das ist bei uns ganz normal. Wenn du ihm heiratest, bin ich auch mit drin. So ist es bei uns Holländer. Ist doch schön, oder nicht? Na, also ist doch alles wunderbar. Reiß dich zusammen, mach einen netten Eindruck bei der Hochzeit. Bist du nicht bereit? Und dann haben wir eine schöne Familie. Und es bleibt doch alles in die Familie, was in die Familie passiert. Es ist egal, ob die Mutter mit dem Onkel. Es ist egal, ob der Sohn mit der Cousine. Bei uns ist das so. Okay. Ja? Okay. Mach meinen Sohn happy und vor allem mach seinen Vater glücklich. Okay. Ich freue mich auf die Zeit mit dir. Wunderbar. Deins zu sein, so, wenn du bereit bist, meins zu sein, Peggy. Yeah. Und genau. Also ich freue mich schon den Rest meines Lebens mit dir zu verbringen, Peggy. Und Peggy und genauso. Also ganz deine genau. Augen strahlen so schön und ich bin mir sicher, dass Peggy, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Yeah. Und dann hebe ich die Hand so und sage, auf Peggy. Peggy. Ja. Wunderbar, mein Junge. Ja, sehr gut, Junge, klasse. Ja. Junge, wie stolz auf dich, Junge. Ich habe nochmal ein Gespräch geführt unter vier Augen mit die Peggy. Das ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Sehr gut. Ja, die können wir vertrauen, die hält dicht. Und vor allem ist das Richtige für die Familie. Ja. Wenn der ein oder andere mal... Papa, wir müssen noch alle anderen anrufen. Ich muss von deiner Frau erstmal das Kleid bezahlen, weil mein Sohn ja nicht fähig ist. Also, Papa, ich habe noch mal ein bisschen Geld gemacht. Wie viel hast du denn auf dem Konto gerade? 1,5. Eine Million schon mal an den Papa geben, der das verwaltet? Ja, aber... Aber sofort, mein Junge! Aber sofort! Ja, aber wegen der Aber ruckzuck! Ich wollte wegen Aber so schnell wie der Hund bellt! Dalli, dalli! 24, gut. Peggy ist 20, du bist 24, Norbert, wunderbar. Wo kommst du nochmal her, Norbert? Also, ich komm... Aus mir! Genau. Gut, alles klar. Wunderbar, dann weiß ich Bescheid. Wunderbar, 24, genau. Wunderbar. Papa, und dann lasse ich sie, ich habe überlegt, dann lasse ich sie tanzen, ja? Ja. Und ich mache dann... Ja, das ist sehr so gut. So machst du das, Junge. Das sieht sehr gut aus. So machst du das, Junge. Hoffentlich bringen die alle Geldgeschenke, das ist ganz wichtig. Einer muss mit dem Sack rumlaufen nachher. Damit die nachher die Scheine reinschmeißen, die ganzen Ping-Pongs. Du willst die Kohle rausziehen, ne? Kind, das ist eine Hochzeit. Ja, ich verstehe. Norbert, wo bleibt die Kohle für Papa? Ja, kommt gleich. Aber sofort. Einer muss die ganze Kack organisieren hier. Ich gebe dir alles, was ich habe, 4,5. Ich hab doch gar kein Handy mehr. Wie gebe ich dir den Rest zurück? Was hast du denn gemacht da? Das passt schon, das hat Daddy gerne gemacht für dich. Ich muss schlafen gehen. Ja, Dankeschön. Nenn mich bitte Daddy. Danke, Daddy. Gerne, mein Kind. So langsam wird's aber ekelhaft. Wieso? Was hast du denn jetzt für ein Problem? Sag mal, noch ist sie nicht deine, ne? Das ist mein Kind. Wenn die mit meinem Kind heiratet, ist das mein Kind und ich bin die Daddy. Oder nicht? Ja, bin ich das nicht? Wer ist dein Daddy, Becky? Ja, du dann. So ist es nämlich. Also noch ein Problem. Was machst du denn mit der Junge? Ich bereite die vor auf eine lange Ehe. Du bekloppt oder was? Wieso? Kann ich doch nicht Daddy nennen. Warum denn nicht? Ja wie, warum denn nicht, Junge? Das ist dein Sohn. So, dein Sohn heiratet die Alte jetzt. Da kann ich die doch nicht Daddy nennen. Du dickst doch nicht richtig, Junge. Wir haben in Holland unsere eigenen Angewohnheiten. Sollen wir hier keine holländische Hochzeit feiern? Ja, was habt ihr denn für Angewohnheiten? Muss ich jetzt hier eine deutsche Hochzeit feiern, oder was? Dann in der Ecke rumliegen. Ja und? So ist es bei uns. Ja, aber was habt ihr denn für Angewohnheiten? Erzähl mir doch mal. Ich muss das ein bisschen wissen. Was habt ihr denn für Angewohnheiten? Na, bei uns ist das, was in der Familie passiert, in der verschlossenen Türe, unser Ding. Das hast du jetzt nicht gesagt. Ja, aber das ist so. Und wir sind nun mal aus Holland. Das hast du gerade jetzt nicht gesagt. Warum denn nicht? Familiengeschäfte also, intern. Natürlich. Wir feiern hier eine holländische Hochzeit. Du musst auch ein bisschen Akzeptanz haben. Das ist meine Familie und nicht deine. Ja, akzeptiere ich. Becky, du siehst so toll aus. Ich würde mich auch freuen, irgendwann eine so tolle Frau zu haben wie dich, Becky. Mein Sohn hat so viel Glück. Ich habe auch viel Glück. Norbert, du darfst die Frau noch nicht gucken. Ja, wie soll das denn funktionieren? Das ist so. Die darf die Frau nicht gucken. Robby, du darfst sie nicht umdrehen. Geh schon mal ins Auto. Du darfst dein Braut nicht sehen, Junge. Ich möchte aber, dass ihr mich ab jetzt bis zum Ende der Hochzeit Pater nennt. Ist ja ganz klar. Okay, Pater. Du bist der Pater. Okay, Pater. Ja. Pater Hulk. Bitte jetzt nochmal, jeder einmal. Pater Hogan. Pater. Ja. Pater. Ja, Pater.
Yeah. Norbert, bist du nervös? Gesegnet sei die heilige Scheiße. Ja. Amen.